Hallo und herzlich willkommen zu Folge 7 von meinem Let's Play von der Weißen Edition 2. Wir sind in Pokeboot, mussten uns in der letzten Folge ewig lang so einen schrecklichen, langweiligen Film angucken und jetzt müssen wir auch noch selber in einem mitspielen. Das ist richtig ätzend, aber wir kommen nicht dran vorbei. Wir kommen in den Pokeboot Studios. Willst du dich an einem Filmprojekt versuchen? Film drehen? Fein. Und welche Pokémon möchtest du am Set einsetzen? Eigene Pokémon? Tut mir leid, dein Team. Oh Gott, darf ich nicht mal. Ja, okay. Ich bring's ganz schnell hinter mich. Wow, mit Greenscreen. Richtig professionell. Hoffentlich fällt mir kein Scheinwerfer auf den Kopf. Szene 1. Das Drehbuch zuerst von höchster Wichtigkeit. Verstanden. Drehbuch. Besiege deinen Gegner bei jeder Szene. Okay. Action. Kraftwelle. Habums. Weg ist es. Skalück. Ja, toll. Was soll ich denn gegen Skalück machen? Oh, viel Geblubber, geht viel zu schnell. Ist auch egal. Noch irgendwas? Nee. Na gut, dann. Volltreffer, na super, vielen Dank auch. Na egal. Das hat ja auch gereicht. Und Klappe, Schnitt. Okay, super. Dann haben wir es jetzt wohl hinter uns. Das war's, Leute. Wir haben alle Aufnahmen, die wir brauchen. Na, herzlichen Dank. Dann ging das ja wenigstens schnell. Oh, schon fertig für heute. Sollen wir das Material zu einem Film zusammenschneiden und ins Kino bringen? Ja, mach mal, du Spinner. Ich habe echt keine Ahnung, was sowas soll, aber meinetwegen. Und jetzt lasst mich bitte, bitte in Ruhe. Hey, ausgezeichnete Arbeit. Es war eine aufwühlende Darbietung. Bin schon gespannt auf den fertigen Film. Und jetzt kommt der Clou. Wenn du hier in Pokeboot einen Film gedreht hast, wird er auf der Stelle nach Bearbeitung im Filmpalast veröffentlicht. Komm, Marik, lass uns gleich im Filmpalast vorbeischauen. Hey, Boss, ich sage es nur ungern, aber sie haben da noch diesen Termin. Ach, richtig, na schön. So, es tut mir leid, Marik, ich kann dich leider doch nicht begleiten. Aber du solltest dir unbedingt trotzdem dein Leinwanddebüt ansehen. Immerhin hast du daran mitgespielt. Das wird bestimmt ein Riesenspektakel. Na schön, ich verabschiede mich dann mal. Du bist hier in Pokeboot jederzeit willkommen, Marik. Ich krieg hier noch Atemprobleme von dem vielen Gelaber. War das hier mit dem Kinosaal? Ja, ne? Dann muss ich mir den Mist jetzt wohl angucken. Hallo. Einmal gratis Popcorn, bitte. Ja, bitte. Mhm. Einen großen Eimer Popcorn und 1 Liter Cola, bitte, für 10 Euro. Ja, so teuer ist das heutzutage im Kino wirklich. Super Sandro gegen Riolu Kid. Mann, ist das dämlich. Ja, 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 das kennen wir schon vom letzten Film. Ja, und den kennen wir auch schon. Mann, ist das ein toller Film. Die Leute auf dem Touchscreen schlafen nicht mal, sondern gucken ganz gespannt zu. Und ich weiß nicht warum. Ich würde schlafen. Boah, meine Fresse. Das hatten wir alles schon. Oh Gott, wie blöd der aussieht.
Zuschauer sind alle richtig gespannt. Bombs. Mein Gott, ey. So etwas Doofes. Und der Abspann natürlich. Applaus, Applaus. Hurra. Endlich haben wir es hinter uns. Oh nein. Geh mir aus dem Weg, Alter. Hallöchen, wenn das mal nicht Marek ist. Ich wollte mit dir über deinen letzten Film sprechen, Marek. Er ist ein Riesenhit. Wenn du weiterhin solche fantastischen Filme drehst, werden dich die Zuschauer und die Mitarbeiter lieben. Bis später, Marek. Ich freue mich auf deinen nächsten Film. Du meinst den Film, ich drehe nie wieder einen Film mit mir in der Hauptrolle? Ja, den kann ich mir gut vorstellen. Und er beginnt genau jetzt. Tschüss, Pokewood. Auf nimmer Wiedersehen. So, nu. Nu, wen haben wir denn da? Ihr seid ja etwa von Team Plasma. Richtig, wir sind Team Plasma. Vor 2 Jahren wurden wir von dem Mann, den wir als König und Held verehrten, verraten und unser Plan, die Herrschaft über Einheit zu erringen, scheiterte. Aber wir geben nicht auf, niemals. Wir haben schon angefangen, einen neuen Plan in die Tat umzusetzen. Halt die Klappe, ihr redet immer davon, dass ihr die Pokémon befreien wollt, aber dabei seid ihr nichts weiter als Pokémon-Diebe. Ihr seid das Letzte, denkt ja nicht, dass ich euch das verzeihen werde. Erst wurden wir auf den Hof von einem Yorklef gejagt. Und jetzt auch noch das, mir reicht es langsam. Team Plus. Naja, was soll's. Immerhin können wir diesem Trainer seine Pokémon klauen. Dann mal los, liebe Kinderchen. Greift an, wenn ihr bereit seid. Spinner. Euren neuen Plan werde ich zunichte machen. Ich werde Team Plasma niemals verzeihen. Ja. Na komm. Kämpf. Red nicht. Ich habe keine Lust mehr, so viel zu labern. Dieses Spiel ist bisher sehr textlastig für ein Pokémon-Spiel und das nervt ein bisschen, aber das wird doch hoffentlich nachlassen. Ich muss zwar ein ganzes Stück vorausdenken, um jetzt eine Stelle zu finden, wo man wirklich mal eine Weile am Stück nicht ständig zugelabert wird, aber diese Stelle wird kommen. So, alle fertig? Sehr schön. Das kann nicht sein, wir haben gegen Kinder verloren. Mist, lasst uns abhauen. Versager. Pah, was für schlechte Verlierer. Wir teilen uns auf, ihr sucht auf Route 20. Warum sollen wir die denn suchen? Mann. Wenn ich verloren hätte, hätten sie mir meine geliebten Pokémon weggenommen. Ich danke euch. Hier, nehmt das. Zerschneider. Voll Knorke. Das ist eine VM. Sie enthält die Attacke Zerschneider. Ein Pokémon, das Zerschneider gelernt hat, kann damit außerhalb eines Kampfes kleine Bäume fällen, die dir im Weg sind. Oh, aber anstatt hier zu plaudern, sollten wir lieber Team Plasma verfolgen. Komm, wir suchen getrennt Route 20 nach diesen Schurken ab. Ja, meinetwegen. Hier sind mir alle viel zu... viel zu munter und haben viel zu großen Tatendrang. Nö, auf dem Dowsinghof ist er doch bitte nicht, oder? Hier ist er auch nicht. Was? Mann.
Wo ist der Spinner? Da. Mensch, aufdringliches Gehabe kann ich echt gar nicht haben. Wem sagst du das? Mir drängen sich auch ständig irgendwelche Idioten auf, die von mir wollen, dass ich in Filmen mitspiele, obwohl ich mich eigentlich strikt weigern wollte. Aber so funktioniert das in diesem Spiel ja leider nicht. Man wird ja genötigt, alles zu tun. So. Hab dich platt gemacht. Also eigentlich habe ich gar nichts davon, dass ich hierher geflüchtet bin. Denn hier ist niemand von meinem Team. Ich muss an einen Ort in Meeresnähe. In diesem Sinne, ich flüchte aufs Neue. Leb wohl, Vapydro City. Aha. Also im Weglaufen sind sie ja echte Weltmeister, aber sie hat da eben was sehr Interessantes gesagt. Offensichtlich reisen sie per Schiff. Der von hier aus nächstgelegene Hafen ist in Stratos City. Dann machen wir uns mal auf die Suche. Boah, bist du penetrant. Lass doch die armen Spinner in Ruhe. So, wie geht's denn Amanda? Ist sie fit? Sie ist fit. Na dann. Auf geht's. Also dieser Film, der hat mir durchaus gefallen. Du hast ihn dir angesehen? Das war so eine Sache mit dem Film. Ich war so aufgeregt, dass ich gar nicht richtig in meine Rolle als Riolu-Man hineingefunden habe. Damit werde ich niemanden begeistern. Hey, Kopf hoch. Du kannst es ja neben deiner Arbeit als Kapitän nochmal versuchen. Solange du niemandem Unannehmlichkeiten bereitest, werde ich auch nicht wütend. Ich weiß allerdings nicht, wie die Leute von Pokerwood darüber denken. Oh, du hast das gesehen? Wie es aussieht, sind alle Mitglieder von Team Plasma abgehauen. Irgendwie fühle ich mich dadurch aber nicht besser. Naja, wenigstens sind sie weg. Damit müssen wir uns wohl zufrieden geben. Ach ja, auch wenn das ein ganz schönes Durcheinander war, kann man dafür jetzt mit dem Schiff nach Stratos City fahren. Also gut, ich werde als Kapitän mein Bestes geben. Ich werde alle begeistern, indem ich mit meinem Schiff die tosenden Wellen durchpflüge. Ja. Hallo? Ja. Hey Kapitän, lass mal das Schiff sehen, auf das du so stolz bist. Ausgezeichnet, dann hier entlang bitte. Ziemlich komischer Kasten. Na gut. Hauptsache, es schwemmt. Seht mal da, Stratos City. Was für ein beeindruckender Anblick. Willkommen. Verehrte Gäste, willkommen in Stratos City. Wir hoffen, Sie hatten eine angenehme Überfahrt. Das ist also Stratos City. Die Stadt ist ja viel größer, als ich dachte, aber das spielt keine Rolle. Diese Kerle von Team Plasma können sich noch so gut verstecken. Mir entwischen sie nicht. Hey Marek, lass uns unsere Kontaktdaten im Visocaster registrieren. Sonst verlieren wir uns noch aus den Augen. Diese Stadt ist schließlich ein anderes Kaliber als Aventura City. Ja, ja, bla 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 bla. Ein Segelschiff? Wie seltsam. Wer baut denn heutzutage noch so etwas? Tja, keine Ahnung. Das werden wir aber sicherlich auch noch erfahren. Eine Herzschuppe. Cool. Die könnte sich als nützlich erweisen. Hallo. Willkommen auf zur heiteren Schnitzeljagd durch Stratos City. Du bist zum ersten Mal hier, habe ich recht? Ausgezeichnet. Dann möchte ich dieses Fahrrad als Starthilfe geben. Nett, danke. Mhm.
Na dann. Ich habe keine Ahnung, was es bringt, wenn ich da jetzt diese Clowns suchen würde, aber... Oh, okay. Einsetzen. Ich wollte es registrieren vor allem, aber einsetzen ist auch gut. Mann, hallo, Grütze. Hat sich aus der Registrierung wieder... Nee, doch nicht. Ist noch registriert. Ist nur in die andere Tasche gewandert. Das ist in Ordnung so. Das ist Kampf AG. Ja, sehr schön. Wie? Hallo? Aufmachen. Danke. In diesem Gebäude prallen nicht die Meinungen der Angestellten aufeinander, sondern ihre Pokémon. Du siehst ja ziemlich stark aus, aber mach dich oben besser auf einiges gefasst. Oh, hoppla, hier gibt es einem deiner Pokémon. EP-Teiler, dankeschön. In Schwarz und Weiß musste man erst die ganze Kampf-AG durchspielen, um den von diesem Hausmeister Fuzzi hier zu bekommen. Wenn man alle Trainer besiegt hatte und ihn auch, dann bekam man den EP-Teiler. Okay, ich kann nur in den 46. oder 54. Stock fahren. Was soll's, mache ich doch gern. Mhm. So, Mr. Hund. Ich lösche deine Ambition ganz schnell. Ach, ein Geschenk. Dankeschön. Ein Flottball. Guten Tag. Mann, wäre das ein cooler Job, wenn man Geld damit verdienen würde, einfach nur irgendwo auf Kommando eine bestimmte Anzahl an Pokémon-Kämpfen zu absolvieren. Tja, wenn man einen ausreichend großen YouTube-Channel hätte mit Zehntausenden oder Hunderttausenden Zuschauern, dann wäre es natürlich kein Problem zu sagen, dass man sich mal einen Praktikanten ranholt, der dann ein paar Kämpfe für einen bestreitet und aufnimmt. Und dann hat man ein bisschen mehr Inhalt zu zeigen und kann, wenn man Werbeeinnahmen mit den Videos des Praktikanten generiert, ja auch ein paar Pfennig abdrücken zum Dank. Ja, so könnte das laufen, wenn man so einen YouTube-Channel richtig, richtig groß aufzieht. Also etwas, was für mich hier bisher eine utopische Vorstellung ist. Naja, ich mache das hier zum Spaß. Ich hoffe, dass man das merkt. Und im Endeffekt gefällt es den Leuten ja auch nur dann, wenn man als ausführender Spieler ein bisschen Spaß dabei hat. Denke ich mir zumindest. Den Mensch will ich erleben, der bei YouTube Erfolg hat, weil er keinen Spaß daran hat, Videos zu machen. Wer weiß, vielleicht gibt es so einen Menschen. Hallo Knospi. Ist zwar nicht effektiv, aber ich nehme trotzdem die Kalkklinge. Bäh. Nicht saugen. Pfui. So, tschüsschen. Mhm. 20 Minuten sind schon um, aber ich würde trotzdem gerne noch
zumindest die Kampf-AG in dieser Folge fertig kriegen. Deshalb einmal in den 54. Stock hinauf. Gibt ja auch nicht mehr viel zu erledigen, gell? Hallo Hausmeisterchen. Oh, du bist doch der Pokémon-Trainer, dem ich unten am Eingang begegnet bin. Und jetzt bist du hier, das spricht für dich. Nun musst du dich aber dem stärksten Trainer in diesem Gebäude stellen. Bühne frei für meinen Enkel, er ist hier der Chef. Ich als Chef sehe es als meine Pflicht an, dir zu demonstrieren, wie tiefgreifend wir uns hier mit dem Studium des Trainerdaseins befassen. Labern können sie alle richtig gut, aber kämpfen können sie alle richtig schlecht. Oh, ein Evoli. Wenigstens mal ein interessantes Pokémon. Wobei interessant jetzt nicht zwanghaft bedeutet, besonders stark oder gefährlich. Aber Evoli ist ein süßes Pokémon. Und ein seltenes in den meisten Spielen auch. Deshalb ist es was Besonderes, das mal im Kampf zu sehen. Und nicht immer nur Nagelotz und Yorklef. Und Terrybark. Die gibt's auch wie Sand am... wie Hund am Meer. Ein bissiges Hundilein. Das wirst du bereuen. Schulkind ist also Chef von dieser Firma, ja? Jetzt habe ich doch glatt verloren. Ich war zu schwach und du zu stark. Ein Grund mehr, unsere Nachforschung weiter voranzutreiben. Für die Pokémon, für die Trainer. Gewinnt man einen Kampf, hat man dies seinem Team zu verdanken. Verliert man es, dies allein die Schuld des Trainers. Wenn man stärker werden will, kann diese Einstellung sehr hilfreich sein. Naja, aber am wichtigsten ist immer noch, dass man mit Spaß bei der Sache ist. Das sind wahre Worte, alter Mann. So, zurück ins Erdgeschoss. Ich versuche mal, das Pokémon Center ausfindig zu machen. Und da ist es auch schon. Dann wollen wir mal die süßen Schätzchen hoch... Du stehst aber im Weg. Ja. Guten Morgen. So. Alle fit. Das heißt, wir machen an dieser Stelle Feierabend für heute. Danke, dass ihr zugeschaut habt. In der nächsten Folge kommt es vielleicht schon wieder zum nächsten Arena-Kampf. Deshalb bleibt unbedingt dran. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.